So, wo war ich stehen geblieben? Hier. Heilen. Ich habe ein Paraheiler. Ich habe noch vier Beleber. Alter. Ein Supertrank, Hypertrank für Pikachu. Supertränke für Kandama. Duflo. Bisaflor. Shilock. Und Glutexo. So. Okay. Ich danke dir für deine Hilfe, mein liebes Kind. Bika, bika. Haha, du hast ja recht. Ich darf natürlich nicht auslassen, mein kleiner Freund. Ich werde niemals vergessen, dass ihr uns aus unserer Notlage gerettet habt. Oh, ich will mich natürlich auch noch dafür erkenntlich zeigen. Ich könnte dir alles geben, was es für Geld zu kaufen gibt. Aber warum machen wir nicht es etwas spannender? Was du da in deinen Händen hältst, findest du mit Sicherheit in keinem Laden. Das ist der streng geheime Prototyp unseres Meisterballs. Mit ihm fängst du garantiert jedes Pokémon. Wir haben allerdings nur dieses eine Exemplar fertiggestellt. Ich wäre dir also verbunden, wenn du den Meisterball unauffällig einsetzen könntest. Mach ich, keine Sorge. Danke, du hast uns gerettet. Der Präsident und die Begleitschaft sind dir dafür zutiefst verbunden. Oder so. Und das hat irgendwie jetzt ausgesehen wie Myrapla. Wir haben es geschafft, aber gerade so. Oh. Ich hoffe, Alessandro geht's gut irgendwie. Bitte ins oberste Geschoss, wenn es möglich ist. Hab nämlich noch einen Pokéball gesehen. Top-Elixier. Puh. Boah, ey, das war so knapp wieder. Okay. Also wenn jetzt irgendwie noch Alexander der Blau kommt mit mir zu kämpfen. Sorry, aber. Die Sache mit der Übernahme hat sich. Die Sache mit der Übernahme hat uns ganz schön in Verzug gebracht, weil die ganze Zeit über nicht gearbeitet werden konnte. Da müssten wir jetzt erstmal wieder aufholen. Oh. Hey, auf einmal sitzen hier auch Leute, cool. So, schnurstracks. Du hast es wirklich geschafft. Du hast Giovanni besiegt, oder? Ich war gerade draußen vor der Stadt, weil ich diesem Atlas auf den Fersen war. Und da kamen plötzlich die ganzen Rüpel von Team Rocket aus Safronia City rausgerannt. So richtig Hals über Kopf. Was für ein Glück, dass du so eine gute Pokémon-Trainerin bist. Ich muss leider zugeben, dass ich ziemlich Bammel hatte. Ich meine, was wäre wohl aus uns geworden, wenn wir gegen diese Fieslinge nicht angekommen wären? Ich bin so froh, dass wir die Sleeve Company zusammen retten konnten. Wir sorgen schon dafür, dass niemand
mehr so unter... Ich kann nicht mehr lesen. Wir sorgen schon dafür, dass niemand mehr so unter Team Rocket zu leiden hat, wie das kleine Tragosso. Jetzt, wo der Ärger vorbei ist, können wir uns wieder in Ruhe den Arena widmen. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus, Miri? Warst du schon bei einer Arena? Warst du schon in der Arena von Safronia City? Und wie viele Orden hast du überhaupt? Wow, sind schon viele. Ich glaube, wenn wir beide so weitermachen, schaffen wir es irgendwann in die Pokémon-Liga. Wir lassen uns nicht unterkriegen, okay? Okay, tschüss. Ich muss jetzt Pokémon Center. Auf einmal sind hier wieder Leute. Lol. Ja, bitte. Bim, bim, bibi, bim. So, Leute, ich mache hier mal kurz einen Cut. Ja. Wir sehen uns gleich. So, nach einem kurzen Cut sind wir wieder da. Also für mich sind jetzt schon ungefähr 4-5 Stunden um. Für euch nur eine Sekunde oder so. Und jetzt haben wir auch Leute in der Stadt und wir reden jetzt einfach mal mit denen. Pyragon. Was? Du hast das Team Rocket vertrieben? Vielen Dank. Wie wär's? Willst du einen Pokémon Trainer, das von... Willst du einen Pokémon trainieren, das von der Sleeve Company hergestellt wurde? Dann hier bitte. Wait, what? Ich habe Porygon, I don't know, erhalten. Porygon ist das einzige Pokémon, von dem man sich erhofft, dass es in... Warte, dass es in Weltall fliegen kann. Bislang ist es aber keinem Exemplar gelungen. Hä? 137. Okay. Wait, what? Okay. Das Spiel überrascht mich immer wieder. Dankeschön. Porygon ist total süß. Mit seinen vielen Ecken und Kanten. Ja, ja. Hey, woher kommst du? Albastia? Da ist es aber schon ganz schön ruhig und friedlich. Ja, aber ich bin eher so der actionfreudige Typ. Hallo. Warte, sag nichts. Ich weiß, was du suchst. Ich sehe es deutlich vor mir. Willst du hier bestimmt? Ich habe mich komplett gerade verlesen. Danke für die TM. Ich habe leider kein Hypno oder Traumato. Wenn ich groß bin, will ich auch mal bei der Sliff Company arbeiten. Ich habe gehört, das ist nicht so gut da. Hallo. Safronia City ist unheimlich groß. Stromverbrauch ist ein Safronia City hat einen unglaublichen, unheimlich großen Stromverbrauch. Da ist es umso wichtiger, dass die Anlage ordnungsgemäß gewartet wird. Ja. Ich glaube, mit dir haben wir vorhin schon gesprochen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Hurra, der Team Rocket ist fort. Endlich fühlt man sich auf der Straße wieder sicher. Ja, ja. What? Der Boss von Team Rocket ist aus dem Gebäude des Leaf Company geflohen. Ich habe selbst gesehen. Tut mir leid, bei solchen Leuten muss ich halt das immer so sprechen. Es tut mir leid. Hallo. Wie
viele Leute sind in Sofronia City, sind aus Sofronia City geflüchtet. Aber jetzt sollte es wieder ein geschäftige Stadt werden. Entschuldigung, ich kann nicht mehr lesen. Mit denen habe ich schon geredet, das weiß ich, als wir in die Stadt angekommen sind, wo hier noch alle Leute gestanden sind von Team Rocket. Hallo! Team Rocket wurde von Kindern besiegt. Unfassbar! Wow. Hallo. Als ich gehört habe, dass Team Rocket die Sleeve Company überfallen hat, bin ich sofort auf meinem Taubos hergeflogen. Die Sache hat sich schon erledigt? Schade. OM, weißt du, ich hatte gehofft, etwas von dem Drama mitzuerleben. Entschuldigung, da waren wohl die Kinder ein bisschen schneller. So, und jemand Liebes hat mir auch noch bei Insta direkt geschrieben, dass ich vielleicht mein Pipi mitnehmen soll. Weil sie ja unbedingt ein Pipi sehen möchte. Ich tue das hier einfach mal hier hin. Die Nachahmerin. Vielleicht mache ich hier mit ihr eine Freude. Weil ich ja das letzte Mal ein bisschen ratlos gewesen bin. Warum es nicht funktioniert, weil ich ja ein Pipi dabei hatte. Ah, du bist du hergekommen, damit ich wieder nachahmen kann? Ja. Oh, ein echtes Pipi! Ich habe noch nie eins gesehen! Wie toll, dass du es mir gezeigt hast! Dafür schenke ich dir eine TM, mit der man sich verdoppeln kann. Damit senkt deine Pokémon deine KB und schickt dafür seinen Doppelgänger in den Kampf. Interessant. Wirklich? Mal gucken, für welches Pokémon das einsetzbar ist. Vielleicht, wenn das gut ist, können wir es ja auf ein Pokémon ansetzen. Team zeigen. Gegen Duflo hatten wir das, ne? Ich sollte meine Pokébox mal aufräumen, das sehe ich gerade so. Ja, sieht gut aus. Ich weiß nicht, wie viel man in der Box tragen kann, aber... Wisst ihr, was mir so fehlt bei der Switch? Dass man irgendetwas richtig gemacht hat, dass man... wie sagt man das? Dass man Trophäen oder so bekommt. So einfach so... Dass man einfach eine Belohnung dafür... Oh, what? Dass man irgendetwas richtig gemacht hat. So wie bei der PS4 oder so. Kampf Dojo. Meine Fäuste kennen keine Angst. Nichts ist ihnen zu hart. Ich übe täglich darin, Felsen mit der bloßen Hand zu zerschmettern. Ja! Ist das der Arena-Kampf? Tazuma. Georo. Oh, du. Oh, Pikachu. Nein, das schaffst du nicht. Auch mit deiner Special Attack wirst du kein Stein-Pokémon besiegen können. Es tut mir leid, Pikachu. Es ist einfach nur mal so. Erdbeben. Oh, ich hasse das, wenn sie Erdbeben setzen. Absorber bitte. Dann haben wir nämlich unser Duflo gerade wieder voll geheilt. Einfach fliegt einfach auf den Kopf drauf. Auch cool. Autsch! Jetzt habe ich meine Prellung geholt. Ich finde die sympathisch. Könnte ich einfach in der Mitte durchlaufen und sie würden mir nichts? Schade. Ein Versuch war es wert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Arena-Leiter ist.
Shiergu. Shiergu Menki. Entschuldigung, das auf. Oh mein Gott. Pikachu rät so richtig auf. Fein, Pikachu. Okay, I think wir müssen einfach alle machen. Hat er irgendwas gesagt? Ich gebe auf, hat er gesagt. Okay. Es ist immer gut, wenn ich auf meinem zweiten Bildschirm noch kurz die Nachdings sehen kann, weil da habe ich auch schon lesen können, was Pikachu gemacht hat, als er ausgewichen ist oder so. Das ist immer gut. Hä? Was? Ich habe mit dem Links gesprochen. Ich wollte mit dem Links sprechen. Irgendwas mit Haya oder mit du, Satoru. Satoru? Satoru. Wapuzi sitzt ganz Satoru ein, aha. Also gegen Pflanzen-Pokémon ist Pikachu gut und gegen Wasser. Das heißt, wir haben eigentlich gute Chance gegen das. Wie könnte es auch anders sein? Das ist One-Hit. Wir sind jetzt auch schon 9 Level höher? 8? Hey, hi, ja, stopp! Zieh deine Schuhe aus! Was? Nobru. Noboru. Noboru. Mit Mashok. Bam, bam, bam. Mashok ist wahrscheinlich ein Kampf-Pokémon. Aber es sollte eigentlich auch kein Problem darstellen. Es ist vielleicht Two-Hit, One-Hit. I don't know. Vielleicht. Ist es mit Britzelturbo One-Hit? Nein, es ist Two-Hit. Überhaupt. Schwebesturz. Einfach weil es süß aussieht, okay Leute? Bam 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 bam. Ich gebe auf. Nanu, was passiert denn da? Es entwickelt sich. Ihr wisst ja eh alle, was es wird. Ich auch. Also. Glurak. Oh mein Gott. Sieht voll gut aus. Finde ich voll gut. Für Glurak wurde ein Pokédex-Eintrag angelegt. Wenn es einen Strahl glühender Feuer speit, lodert die Flamme an seinem an seiner Schwanzspitze noch intensiver. Flügelschlag. Ja. Ich weiß nicht. Ah, okay. Es ist jetzt Feuer und Flug. Das heißt, die Flugattacken sollten doch eigentlich verstärkt sein, oder? Ich weiß nur, wie es bei Pokémon Go war. Wenn zum Beispiel Pikachu, als man es fängt, zwei Elektroattacken hat, sind die bei Pikachu viel intensiver. Es kann sein, dass es hier auch so ist, dass wenn der Glurak jetzt zwei Flügel, also Flug und Feuer, erlernt hat, dass es vielleicht jetzt auch noch dass die besser sind. Willkommen im Kampf Dojo. Ich bin der Karatemeister und zuständig für die Ausbildung von Schülern. Hiya!
Wenn du noch eine Herausforderung für Körper und Geist suchst, bist du hier an der richtigen Stelle. Adresse. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich unter keinen Umständen zurückhalte. Ha ja. Warum machen die das immer? Junichi. Quapo. Theoretisch sollte der auch Der hat nur ein Pokémon! Was? Aber das sollte theoretisch eigentlich auch One-Hit? Möglicherweise Two-Hit sein. Junichi, ich werde mich auch nicht zurückhalten, merkt ihr das, ne? Mhm. Ich wurde geschlagen. Oh, der Arme. Ich bin dir eindeutig unterlegen. Doch ich flehe dich an, das Emblem unserer Kampfdojos nicht als Trophäe mitzunehmen. Stattdessen bitte ich dir eins meiner wertvollen Kampf-Pokémon an. Kikli oder Nocturne? Du hast die völlig freie Wahl. Ah, scheiße. Kikli oder Nocturne? Kikli oder Nocturne? Ich nehme Kikli. Ah ja, du entscheidest dich für Kikli? Das trittstarke Pokémon. Ja. Hä? Also das Spiel überrascht mich heute bei dieser Aufnahmesession extrem. Ich habe einen Lagpras bekommen. Ich habe Porygon bekommen und ich habe jetzt einen Kikli bekommen. Ich hätte jetzt erwartet, dass das noch voll schwierig wird, die alle zu fangen, aber anscheinend tritt ein Kikli zu. Wird die Unterseite seines Fußes im Moment des Aufpralls hart wie ein Diamant, so zerschmettert es seinen Gegner. Mit dem will ich mich ja auch nicht anlegen. Animation haben wir auch noch nie gemacht. Okay. Kann ich noch das nehmen? Schade. Hätte ja sein können. Na nü? Ich bin der Trainerkopf, der dem Dojo zugeteilt wurde. Hiya! Ich bin mit großem Kampftalent gesegnet. Möchtest du dir... Nein, keine Lust. Ja, ja. Ich habe aber trotzdem keine Lust. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Wenn das dein erster Besuch in dieser Arena ist, haut es dich bestimmt ganz schön aus den Socken. Bombastisches Design, oder? Ja, ich bin jetzt ein bisschen überfordert mit der Situation, aber egal. Saffronia City ist die größte Stadt Kantos. Dementsprechend groß sind auch die Anforderungen, die wir an die vielen Trainer stellen, die sich hier beweisen wollen. Eines deiner Pokémon mindestens Level 45 erreicht haben, sonst darfst du leider nicht rein. Was? Da muss ich dich leider enttäuschen. Schade. Hi. Sag bloß, du warst es, die Team Rocket vertrieben hat. Du musst nicht sagen, ich erkenne es an deinem Blick, entschlossener Blick.
Hier, nimm das als Dankeschön. Nee, nee. Nee, 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 sag jetzt bloß, wir haben... Wir können immer das neueste Outfit können wir mal kurz tragen, ich meine. Oh, Pikachu, du siehst niedlich aus! Ah! Wir werden Polizist. Ey, das steht dir voll. Okay, dann gehen wir halt mal weiter. Das sieht gut aus. Ey, das sieht wirklich gut aus. Okay. Dann lass mich mal kurz gucken. Du möchtest am Strand spielen, mein Süßer? Habe ich dir nicht eine Mütze angezogen? Hä? Okay, dann lass mich mal kurz schauen. Nach Orania City können wir. Wir könnten auch die Route nehmen. Wir können aber auch nach Brismania City. Oder wir gehen mal noch kurz hier hin. Ey, lol, sag nicht, das geht jetzt auch mit Glurak. Lel. Ah, was mache ich denn? Ich hol mal ihn aus dem Ball. Ihn hatten wir, glaube ich, noch nie draußen, oder? Hallo. What the fuck? Was ist denn das für ein kleines Radkal? Verdammt! Nein! Oh Mann, immer diese Voltowelle. Weil ich habe ja letztes Mal das Pantymos nicht gefangen. Ich würde also gerne das auch noch in mein Pokédex eintragen. Nur aus Prinzip. Mach ich nicht. Ich mach alles dann. Nein. Mit euch. Also ich werde euch alles zeigen. Ich werde auch alles berichten. Ich werde nichts vergessen. Keine Sorge. Natürlich, jetzt kommt kein Pantymos mehr. Natürlich! Überall dort, wo es Wiesn hat, gehe ich einfach nochmal hin mit meinem Glurak oder so. Und ich werde dann noch ein paar Pokémons fangen, die wir nicht bekommen haben. Oder die uns einfach im Pokédex noch fehlen. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich mache nichts offscreen, was wie gesagt im Spiel geschehen. Ne? Fünf Superbälle. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt da durchgehe, dann spricht die mit uns. Kann das sein? Ja. Oh, ich habe sie gelegt. Entschuldigung. Tamia. Humeluf. 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 Jö, Level 16.
Au. Entschuldigung, Pummeluff. Da wir, glaube ich, alles, Nidorina. Da wir auch alle Gegner immer besiegt haben, verpasst ihr auch nichts, wenn ich irgendein Pokémon fange, also... Ne. Oh nein! Das ist die Folge bald vorbei. Ja, das ist diesmal mein Fehler. Ich habe meinen Controller schon irgendwie eine Woche oder so nicht mehr eingesteckt. Tschüss, vielen Dank und auf Wiedersehen. Wie süß Shilock läuft. Hallo. Lol. Hallo. So ein Ärger. Ich muss nach Lavandia. Aber dieses riesige Pokémon hat sich einfach mitten auf die Straße gelegt und schläft jetzt. Tief und fest. Wie soll es da vorbeikommen? Miri. Erinnerst du noch an mich? Ich bin Professor Eis Assistent. Naja. Nein, naja, Scheufzk. Ja, auf jeden Fall haben wir Professor aufgetragen, zu überprüfen, ob du mindestens verschiedene Adressen, verschiedene Pokémon in deinem Pokédex registriert hast. Naja, soll ich dir eine Richterfunktion zusätzlich machen? Ja. Ja, hab ich. Wie ich sehe, hast du 53 verschiedene Arten registriert. Super, gute Arbeit. Damit du diese neue Funktion für deine Beutel redlich verdient. Lass mal sehen. Wenn du dir jetzt den Bericht eines Pokémon anschaust, kannst du auf den ersten Blick erkennen, über welches angeborene Potenzial es verfügt. Dann zeig doch mal her. Beutel, Team. Bericht. Exzellentes Potenzial. Akzeptables Potenzial. Großes Potenzial. Exzellentes Potenzial. Das sehe ich doch mal gerne, dass unser Team gar nicht mal so schlecht ist, was das Potenzial und alles angeht. Oh, die Folge geht jetzt wahrscheinlich über 35 Minuten. Naja. Route 12. Wir sind wieder da. Okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das war's mit dieser Aufnahmesession. Ich weiß, es sind vielleicht höchstens 3 oder 4 Folgen geworden. Aber ich mache jetzt offscreen weiter. Dieses Relaxo bleibt doch noch liegen. Das können wir auch noch nächste Folge machen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen. Auch wenn ihr das